Nun zum Talk. Ihr seht einen netten Typen neben mir. Er hat eine Mission. Er will einen Roboter zum Mond schicken. Das ist Carsten Becker. Und ich glaube, dafür hat er einen netten Applaus verdient, weil sie tatsächlich daran arbeiten. Und jetzt will er etwas über... Will er erzählen, dass es vielleicht eine gute Idee ist, die Sachen zu testen. Und zwar nicht nur die Software. Wie soll man einen Roboter testen, bevor er tatsächlich auf dem Mond ist? Moin zusammen, ich bin Carsten von dem... Wir sind ein paar Leute, die einen Roboter auf den Mond schicken wollen. Und wir haben an dieser Mission seit jetzt ungefähr 5 Jahren gearbeitet. Vor 4 Jahren, als wir zum CCC-Camp gegangen sind, haben wir einen kleinen Roboter gebaut. Und jetzt haben wir es weitergeschafft. Jetzt haben wir einen größeren Roboter. Aber heute will ich über etwas anderes reden, nämlich wie testet man einen Roboter? Nicht nur die Komponenten, sondern einen vollständigeren Test aller Komponenten zusammen. Das tut eine analoge Missionssimulation. Das hat nichts mit analogen Schallwellen zu tun. Es bedeutet einfach, dass man die Umgebung nachbaut, so genau wie möglich, um etwas auf der Erde zu testen. Einige Teile sind schwierig nachzubauen, zum Beispiel eine große Vakuumkammer. Und manche sind ganz und gar unmöglich, zum Beispiel Schwerkraft. Man wird sie auf der Erde nicht so leicht los. Aber zuerst sollte ich vielleicht ein bisschen zeigen, was wir bisher gemacht haben. Und zum Glück gibt es ein Video, das das perfekt demonstriert, was wir vorhaben zu tun. Mission zum Mond. Die Reise. Eine Reise zum Mond ist nicht einfach. Zuerst muss man die extreme Schwerkraft der Erde überwinden. Dann muss man 100.000 Kilometer überwinden, voller Dunkelheit und der Strahlung der Sonne. Und ein privates Ingenieurteam will diese Reise schaffen und den Google-Preis gewinnen. Audi unterstützt sie mit dem Bau eines Mondroboters. Um die Erde tatsächlich zu verlassen, werden die beiden Rover in ein Satellite Launch Vehicle gebaut. Sie kommen an die Spitze, weil sie dort am besten die Kräfte überleben können, die beim Start entstehen. Die Rakete erreicht den unteren Orbit bei 300 Kilometern. Da wird das obere Modul losgelassen. Um die Schwerkraft der Erde zu überwinden, beschleunigt sich der Roboter und wird immer schneller, bis zu 10,5 Kilometer pro Sekunde. Obwohl der Mond häufig recht nah an der Erde ist, ist es ungefähr 348,4000 Kilometer von uns weg. Da können wir alle anderen Planeten des Sonnensystems einfach dazwischen packen. Das Modul, das die beiden Roboter zieht, kommt zum Mond in einer sehr hohen Geschwindigkeit und es kommt in einem sehr genauen Winkel auf den Mond. Und ganz am Ende kann das Landemodul landen. Das Landemodul landet. Die Teilzeitwissenschaftler haben vor einer Zeit Punkt, wo sie landen wollen, ausgewählt. Ein sehr bekannter Punkt, dort, wo auch schon eine Apollo-Mission gelandet ist. Nochmal in Wirklichkeit fliegt die Rakete um den Mond mit 1,7 Kilometern pro Sekunde. Das Lande ist der wichtigste Punkt der Mission. Obwohl, während sie langsam landet, wird es sehr langsam die Geschwindigkeit reduziert. Und wenn es richtig gespeichert gelangsamt ist, fahren die Roboter los und dann rufen sie zu Hause an. Es hat
schon viele Jahre gebraucht, um die zu planen. Aber was wollen die Roboter auf dem Mond machen und was sind die Herausforderungen auf dem alten Satelliten der Erde? Wir werden in der nächsten Episode mehr darüber reden. Die Mission zum Mond. Okay, wenn Sie irgendetwas über das Planen von Trajektoren, also von Landebahnen wissen, dann entschuldige ich mich jetzt schon, weil diese gezeigten nicht sonderlich genau sind. Aber es ist eine gute Visualisierung, wie wir den Mond erreichen wollen. Einige Sachen haben seit der 31. C3 sich verändert. Also seit dem Kongress im letzten Jahr. Wir haben einen Milestone-Preis gewonnen, also einen Abschnittspreis, und dadurch haben wir 750.000 US-Dollar bekommen. Das ist sehr nett, aber dieser Vortrag ist darüber, wie man die Mission analog simuliert. Und wenn man auf dem Mond landen möchte, dann gibt es viele Sachen, die man machen muss. Es sind viele verschiedene Phasen dabei sein, zum Beispiel die B-Plan-Phase, wo man sicher machen müssen, dass man die Rakete, die wir machen müssen, ordentlich genug Kraftstoff hat. Und dann die Flugphase, wo wir in einem niedrigen Erdorbit geschickt werden oder ein bisschen weiter weg, je nachdem, welche Raketensystem wir benutzen, um zu starten. Und dann sind da ungefähr 7 Wartetage. Und irgendwann kommen wir in die zweite Phase kommen. Da wird es darum, wie wir landen werden. Das ist auch sehr interessant, aber es ist auch sehr schwer. Das Landen und der Flug sind quasi unmöglich auf der Erde vorherzusehen. Und was danach kommt, ist die ersten Operationen. Das ist das, wo wir wirklich die 70 Millionen von Google einsammeln können. Das sind 500 Meter fahren, Hochdefinitionsvideo zur Erde senden. Und dann werden wir, nachdem wir das Geld gesammelt haben, dann machen wir eine Party und dann machen wir normale wissenschaftliche Experimente auf dem Mond. Und dann wird unsere Mission enden, wahrscheinlich mit dem Ankunft der ersten Nacht auf dem Mond, und wir warten nicht, dass unser Roboter die erste Nacht überlebt. Vielleicht am nächsten Tag wacht er wieder auf, aber das ist nur Hoffnung, keine Garantien. Und dann ist die Mission einfach am Ende. Also, was wir bei einer analogen Missionssimulation machen, zum Beispiel für den ersten Teil, was wir da ausprobieren wollen, ist zum Beispiel die Operationen, die passieren, sobald man aufsetzt. Also zum Beispiel, wo der Roboter sich selber nochmal überprüft, um zu schauen, dass alles so funktioniert, wie man es erwartet. Und dann ist dort eine Aussendung. Wenn wir sehen, der Roboter sind auf dem Landeboden zusammen festgehalten, dann müssen sie runterfallen irgendwie. Wir müssen ausprobieren, dass die ganze Kommunikation funktioniert. Und am Ende werden wir 500 Meter weiterfahren und HD-Video zur Erde senden. Das kann wir echt auf der Erde ausprobieren. Und das ist auch, was unsere Freunde von OEWF machen. Die haben die MRT-Test der Spacesuits auf Mars-Operationen gemacht, und die machen das in irgendwelchen Bergen irgendwo. Man könnte mal auch Skifahren, wenn man das macht. Und ich wollte eigentlich mit den Leuten chatten, live, aber unglücklicherweise haben sie das gerade beendet. Und sie hat das gerade beendet. Also können wir das leider jetzt nicht machen. Normalerweise haben wir unsere Ingenieurs, die im selben Raum, mit dem wir auch wissenschaftliche Sachen machen, aber von Zeit machen wir auf ein Abenteuer. Und das ist, wie unsere analogen Systemsimulationen aussieht. Also was wir mit unserem analogen Systemtest anschauen wollen, ist, wie können wir in einem unbekannten Terrain. Es ist sehr einfach, wenn wir rumgehen hinter dem Roboter und sehen, was er macht, aber es ist eine komplett andere Sache, wenn man keine Ahnung hat, wo er ist. Und darum haben wir auch
Containers, die wir machen können, und Missionskontrolle, die funktionieren muss. Und außerdem, diese alten Tests sind hauptsächlich darüber, wie man viel Daten sammelt. Das hier ist zum Beispiel eine der Seiten, wo wir ein paar Tests gemacht haben, das in Tannery. Das ist sehr cool, weil da nichts menschengemacht in diesem Bild ist. Außer die Leute. Das ist sehr cool. Und um rumzufahren, ausschließlich mit den zwei Kameras, die wir im Rover sehen, ist sehr kompliziert, wie wir gesehen haben. Also eine der Sachen, die wir machen wollen zur nächsten Operation, ist, dass die Kamera auf der Unterseite des Rovers ist, dass wir alle vier Räder sehen können. Es ist sehr schwer zu entscheiden, wo dreht sich das wirklich und wo ist sehr loses Material. Und dass wir die Räder sehen können, hilft es dem Operator oder dem Macher, welche Situationen gut sind und wo müssen wir was Komplizierteres machen. Außerdem hilft es, sobald man rumgefahren hat, kann man entscheiden, wollen wir einen Piloten und einen Co-Piloten haben oder vielleicht irgendwas anderes, das dabei helfen könnte, dass der Operator gut und sicher fahren kann. Und außerdem ist die Frage, wie ist die Verspätung? Wie schlimm ist die Verspätung, wenn man den Roboter benutzen möchte? Eine andere Sache, über die wir reden wollten auf dem 31C3, waren diese Drop-Containers. Das sind diese dreieckigen Strukturen, die unter dem Sonnensegel sitzen und die können auf dem Mond ausgesetzt werden. Und einer der kritischen Tests, die wir gemacht haben, ist auszuprobieren, dass das wirklich funktioniert. Wir haben es im Labor rumsitzen und wir sagen, hey, wir drücken den Knopf und es fällt runter. Und sagen wir, hey, das funktioniert. Aber sobald es mit der Wirklichkeit in Verbindung kommt, dann wird der Plan wahrscheinlich nicht ganz so funktionieren. Es ist kompliziert zu testen, in welchen Arten und Weisen es einfach nicht funktionieren wird. Und das Ziel der Missionssimulation ist, diese ganzen Möglichkeiten, wie es potenziell kaputt gehen kann, auszuprobieren. Und auch wenn der Operator im Missionskontrolle sitzt, dann muss der auch wissen, wie es schiefgegangen ist, um eine Prozedere zu finden, wie man damit umgehen kann. Das sind Leute, die hinter dem Roboter stehen und sehen, wie es kaputt gegangen ist. Die Leute in Missionskontrolle, die sehr weit weg sind, müssen rauskriegen, was schiefgelaufen ist. Und das ist eine sehr schwierige Frage. So, um sicherzustellen, dass wir sicher auf dem Mond funktionieren, müssen wir ein Missionskontrollsystem entwickeln, dass die Operatoren, also die Fahrer, eine ordentliche Sicht drauf haben und die müssen, wie die ganzen Informationen denen angezeigt werden. Und das ist auch ein Teil des analogen Simulation. Wir sammeln Daten, Telemetriedaten, die vom Rover kommen, die sehr hilfreich sein können, um die Parameter zu justieren oder zu ändern. Wir wissen, was die Strombedarf ist, in verschiedenen Situationen das optimieren zu können, aber auch, wo bleibt der Prozessor stehen? Wenn man sieht, wo könnte der Prozess besser werden, dass der Fahrer mehr Informationen kriegt darüber, wie, was passiert auf dem Mond, auf der Mondoberfläche und wo haben wir auch technische Probleme, die uns entgegenkommen. Und diese speziellen Probleme müssen auch adressiert werden und die Prozessprobleme müssen auch adressiert werden. Es gibt ein paar Definitionen, wie wir Leuten erlauben können, mitzumachen, um solche Sachen und dabei zu helfen. Ich habe gerade realisiert, dass ich viel schneller rede, als ich erwartet habe. Und es gibt noch ein letztes Video, das ich euch zeigen möchte, weil noch eine Sache, die wir gerade veröffentlicht haben im Juni, ist, dass wir zusammen mit Audi arbeiten, die helfen uns und wir haben auch ein sehr nettes Video über unsere Mission gemacht und das möchte ich euch auch noch zeigen. Country.
Der Mond. Unser nächster Nachbar im Sonnensystem. Und trotzdem ist er immer von der Entfernung beobachtet und unerreichbar bis jetzt. Jetzt will ein privates Ingenieurteam das ändern für immer. Sie kommen aus verschiedenen Hintergründen, Ländern und Expertisen. Aber was sie vereint, ist der wahre Pioniergeist und der Willen, das Unmögliche zu versuchen. Wer sind diese Leute? Sie sind die Part-Time-Scientists, die Teilzeitwissenschaftler. Und sie sind Vollzeit wahnsinnig. Audi unterstützt sie, um den Audi Luna Quattro zu bauen, um sie für den Google Luna X Prize vorzubereiten. Zusammen greifen wir nach den Sternen. Wo uns diese Mission auch hinführt, zusammen folgen wir der wahren Bedeutung von Vorsprung durch Technik. Unterstützt die Teilzeitwissenschaftler auf ihrer Mission zum Mond. Ihr könnt diese Seite besuchen, missiontothemoon.com, und da findet ihr ziemlich coole Informationen über unsere Mission. Die wird häufig geupdatet. Und eine der Sachen, die wir getestet haben, war die Sommerumgebung. Wir haben also den Rover bei Audi in eine riesige Thermokammer gestellt und haben geschaut, wie die Außentemperatur den Rover selbst beeinflusst. Und wir haben ein Bett auf 120 Grad Celsius geheizt und haben darauf geachtet, dass die Hitze so verfliegt, wie wir das vorhergesehen haben. Leider war ich viel zu schnell, weil ich das falsch berechnet habe. Aber wenn ihr Fragen habt, dann fragt gerne. Ja, es gibt schon eine Frage an diesem Mikrofon. Vielleicht willst du anfangen, und alle anderen, die eine Frage haben, können sich zu den Mikrofonen begeben. Die stehen hier vorne. Und alle anderen, bleibt bitte sitzen bis zum Ende. Vielen Dank. Was das Video angeht, ihr wollt HD-Video zurück zur Erde senden. Ja. Habt ihr einen Orbiter, der um den Mond kreist, der dieses Video zurück zur Erde sendet, oder wie macht ihr das? Habt ihr einen Plan dafür? Die Idee ist, dass der Roboter die Daten überträgt, entweder über den Lander oder den Cruise Rover selber. Also der Lander könnte als ein Relais arbeiten, aber der ist meistens nicht sichtbar, deswegen kann man ihn meistens nicht als Relais verwenden. Deswegen wollen wir eigentlich eine direkte Kommunikation mit der Erde haben, das ist besser. Das sind nicht so viele Daten, die man eigentlich schicken muss. Einige der Sachen, die wir getestet haben, als wir in Teneriffa waren, wie viele Daten man tatsächlich schicken muss. Es gibt ein paar Sachen, die das Leben einfacher machen, zum Beispiel Graustufen. Und es geht nichts außer dem Rover bewegt sich. Das hilft uns, die Algorithmen vorzubereiten. Also können wir relativ leicht ein ziemlich gutes Bild erreichen, und wir versuchen immer noch ein bisschen mehr rauszuquetschen, ein bisschen mehr Bildqualität. Ich frage nur, ihr entwickelt den Rover mit einem großen Autohersteller. Könnt ihr irgendwelche Teile oder Module verwenden oder Techniken von ihnen? Und könnt ihr den Test vergleichen mit Tests, die sie gemacht haben, mit Autos?
oder entwickelt ihr das tatsächlich komplett von Anfang an und müsst einfach für euch selbst arbeiten? Na, es ist sehr schwierig, unseren Rover mit einem Auto zu vergleichen. Vor allem hat er keinen Verbrennungsmotor, aber die Sache ist, dass das Konzept der Quattro-Technologie sehr ähnlich in unserem Roboter umgesetzt würde. Wir haben 4 Räder, die alleine unabhängig fahren können. Und wir haben das aus dem Quattro rausgenommen und in unseren Rover reingesteckt. Deswegen nennt es sich Audi Lunar Quattro. Und Audi hilft uns auch, das Gewicht zu reduzieren. Da haben sie schon einen riesigen Wissensvorsprung. Und sie haben auch wundervolle Testorte, wo man den Rover einfach hinstellen kann und Tests machen kann. Manche sind mehr, manche sind weniger hilfreich. Aber die Nordpol-Tests sind nicht so hilfreich, aber in der Sahara ist das schon sehr hilfreich. Also was wir am Ende erreichen wollen, ist, dass wir die Audi-Ingenieure dazu bringen, ein bisschen out of the box zu denken. Das ist kein normales Projekt, das ist ein bisschen wie in der Formel 1, wo die Ingenieure Technologie entwickeln müssen, die nicht im Auto landen wird. Aber über die Extreme nachzudenken, macht es einfach spannender. Noch eine Frage von diesem Mikrofon, bitte. Wie werdet ihr den Rover testen? Wie werdet ihr die Stabilität gegen Strahlung auf der Erde testen? Und wie wollt ihr testen, ob der den Flug und den Mond überleben wird? Die Antwort ist, dass man die Strahlung, die erwartet, schon berechnen könnt. Und die meiste Strahlung kriegt der Rover auf dem Weg ab. Auf der Mondoberfläche hat man nur ein Rad pro Tag, das ist fast nichts. Ein bisschen mehr als nichts, aber es ist nicht viel. Das Einzige, was man tun kann, ist, dass man eine normale Strahlungsquelle davor stellen kann und schauen kann, wie das den Rover beeinflusst und auch zu Teilchenbeschleunigern geht und den Rover in den Strahl stellt und schaut, wann Effekte auftreten. Im Video habt ihr gezeigt, wie ein Atmel-Chip auf das Board gelötet wird. Verkaufen die Teile tatsächlich? Ja, sie haben tatsächlich diesen einen Chip, den sie tatsächlich verkauften, aber der ist viel zu alt, der ist komplett veraltet. Aber sie haben noch einen anderen Prozessor. Das heißt, ja, doch, tatsächlich verkaufen sie Komponenten, aber wir benutzen keine davon. Die Sache ist, wir wollen nicht Komponenten, die fürs Weltall gebaut werden, wir wollen einfach nur welche, die funktionieren. Wir werden unsere eigenen PCBs bauen und dann machen wir einen kompletten Strahlungstest und schauen, ob die bestehen oder nicht. Und zum Beispiel, wenn du einen sehr kleinen Prozessor hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er von Single-Event-Defekten beeinflusst wird, immer kleiner, weil der Durchmesser eines Bits kleiner geworden ist, gleich bleibt, aber die Die-Size kleiner geworden ist. Das heißt, deine Chancen werden immer besser mit neuer Technologie. Ich glaube, es gibt noch eine Frage. In der Werbung für diesen Talk war eine Werbung für Amok versus Analog versus Digital und ich habe davon aber nicht viel gesehen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen mehr von analoger Simulation im Missionskontext erzählen. Das Problem ist, dass es analog in dem Sinn ist, dass ihr die komplette Mission nicht auf der Erde nachbauen könnt. Das ist nicht möglich. Es ist möglich, dass man es ist nicht möglich, die Schwerkraft auf ein Sechstel zu senken und auch die Sommer Umgebung, die Strahlungsumgebung, die das Magnetfeld auf der Erde nachbaut. Das alles auf einmal auf der Erde nachzubauen, ist unmöglich. Und was man deswegen versucht, ist etwas zu bauen, das dem so nahe kommt wie möglich auf der Erde.
Aber das Problem dabei ist, dass man eine Komponente im Labor baut und da funktioniert sie perfekt, aber dann probiert ihr es im Feld aus und stellt fest, dass es einen ganzen Haufen Probleme gibt. Manche sind technischer Natur, aber manche sind auch einfach trivial. Zum Beispiel, dass diese Drop-Container perfekt runterfallen, wenn es auf einem Schreibtisch steht, weil er komplett flach ist. Aber dann stellt ihr fest, wenn der Rover ein bisschen so bergauf steht oder ein bisschen schräg steht, dann funktioniert das nicht. Und das sind die Probleme, die man in einer analogen Missionssimulation auffangen will. Man kann natürlich nicht immer nach Teneriffa fahren, um zu testen. Und deswegen, weil diese Simulationen relativ teuer sind. Das heißt, man will im Voraus alles so gut wie möglich vorbereiten. Je mehr Bugs man im Voraus findet, desto besser. Und wenn dann alles perfekt funktioniert, dann weiß man nicht, ob das perfekte Planung war oder einfach nur schieres Glück. Vielen Dank. Ich glaube, das waren alle Fragen. Nochmal vielen Dank, Carsten Becker. Ein kurzer Hinweis noch, wir sind im Space Village, es gibt auch noch ein paar andere coole Leute da, die ihr treffen könnt und wir laden alle ein, heute Abend um 19 Uhr da zu sein. Wir haben da ein paar Drinks, ein paar Snacks und ihr könnt da gerne hinkommen, uns Fragen stellen und mit Raumtypen plaudern. Vielen Dank. Ja, und vielen Dank, dass ihr unserer Übersetzung